So, Freunde und Moin zusammen. Jo, ich begrüße euch zum neuen Video. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier den neuen 5er BMW vom Juli stehen. Das ist ein 530D geworden. Da der ein bisschen mehr unterwegs ist mit dem Fahrzeug, ist das sinnvoll, hier nochmal einen Diesel sich zuzulegen. Und als 530D in der G30-Variante, 265 PS mit 3 Liter Maschine, schöne 20 Zöller drauf. Die Farbe ist nicht blau, auch nicht richtiges Schwarz, sondern Carbon-Schwarz nennt BMW das. Und es sieht sehr, sehr je nach Licht einfach ein bisschen anders aus. Mal ist es ein bisschen dunkler, mal kommt wirklich das ganz klare Blau zur Geltung und ist auf jeden Fall ein sehr schickes Fahrzeug, bin ich ziemlich begeistert von. Steigen wir mal ein, gucken uns den von innen an und dann fahren wir zur Waschstraße und gehen natürlich auch noch waschen. Schauen wir uns den Wagen jetzt mal hier von innen an. Der Juli sitzt schon ziemlich lässig am Steuer und ihr könnt es sehen, wir haben hier Volllederausstattung. Massagesitze sind hier drin, die sind belüftet, haben eine Sitzheizung und haben zugleich auch noch eine Massagefunktion. Das kann man nämlich steuern über diesen Knopf. Zack, da unten ist er. 1, 2, 3, auch die eingeschaltet und dann kommt auch direkt die Möglichkeit, das Ganze einzustellen, wie man das haben möchte, wo massiert wird, was massiert wird und so weiter und so fort. Also das ist echt schon richtig krass, was man da für Möglichkeiten hat. Genauso geht es dann auch weiter mit der Sitzbelüftung. Die wird hierüber gesteuert, in blau zu sehen. Man kann auch noch die Sitzheizung anmachen. Ich weiß jetzt nicht, wer ja sinnvoll finde ich jetzt beides zusammen nicht, aber gut, ist halt möglich. Das Navigationssystem, so sieht das aus mit RTTI, also wirklich super geil. Da muss ich wirklich sagen, gefällt mir immer noch am besten von allen Navigationssystemen und Systemen generell, die auf dem Markt sind. Gefällt mir auf jeden Fall. Wählhebel hier, ganz schön gehalten. Auch ein schönes Klickgeräusch hier vom iDrive Controller. Als nächstes schauen wir uns mal hier das Lenkrad an. Ihr könnt es sehen, voll beledert und auch, das finde ich sehr, sehr schick, aus dem 7er ist das ja quasi das Lenkrad. Seht ihr hier den Airbag, der auch beledert ist. Das sieht ganz schick aus und dann hat man verschiedene Fahrmodi und das macht sich dann auch direkt im Tacho bemerkbar. Das heißt, wenn wir den hier einstellen, ändert sich nämlich das Tacho-Design. So, Eco Pro wird dann empfohlen, ja, so maximal 120 km/h fahren. Komfortmodus sieht dann so aus, abgeriegelt bei 250 km/h. So, los geht's. Kleines Ründchen ab zur Waschanlage. Erzähl mal ein bisschen, wie fährt der sich? Also dadurch, dass es halt beim neuen Modell ist noch der Unterschied zum den F-Modellen, zum Vorgänger, dass die Lenkung halt wirklich gefühlt deutlich direkter ist und man viel mehr wieder vom Fahren mitkriegt. Ansonsten ist halt wirklich Fünfer-like. Ne? Also Komfort, ne? Komfort pur. Mhm. Ja, ich mag das schon. Der fährt sich sehr, sehr ruhig. Ich bekomme hier in der Fahrgastzelle nicht viel mit. Meine Sitzlüftung kühlt mir die Eier, könnte man sagen. Der hat ja jetzt schon das M-Sportfahrwerk. Ne? Also es ist ja jetzt schon die härtere Variante, in Anführungszeichen. Mhm. Krass. Sitz hinten auf. Genau. Schiebedach ist auch drin, also der ist wirklich sehr, sehr gut ausgestattet hier und konfiguriert worden. Wirklich einige Klicks gemacht, die gingen. Tritt mal durch, wo wir gerade dürfen. Ja. Bewegt sich nach vorne, auf jeden Fall. Du merkst nichts von der Lautstärke oder ähnliches. Ist er im Sportmodus anders? Ist er da irgendwie aggressiver, ansprechender und lauter? Ja. Bisschen. Es geht auch viel an der Drehzahl. In der Waschbox angekommen und dementsprechend können wir loslegen, das Fahrzeug zu waschen. Hier auch nochmal sehr schön zu sehen, wie sich dieses dunkle Blau hier in der Sonne wirklich verhält. Sieht richtig schick aus. Hier vorne sieht er so aus, als ob er quasi schwarz wäre, der Wagen. Und der Juli ist auch schon bei der Felgenreinigung dran. Dementsprechend ist das direkt der erste Schritt mit dem Kochchemie RRR, Reactive Rust Remover. Macht die hinten links zuletzt, weil da die Sonne drauf scheint. Und guckt euch die Felgen mal an, also 20 Zöller hier, 275, 30, 20 Zoll. Und ich finde die verdammt schick, sieht richtig geil aus, die Felge. Gefällt mir echt gut. Na, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Und als nächsten kümmern wir uns dann um die Insekten und wir haben teilweise hier einige sehr, sehr starke drauf. Müssen wir gucken, ob wir die abbekommen. Wir haben auf jeden Fall Knete dabei. Gegebenenfalls muss man da ein bisschen mit Knete arbeiten, um die Insektenreste komplett zu entfernen. Schauen wir mal.
Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Insektenentfernung. Dafür haben wir einen Kochchemie Insect and Dirt Remover dabei. Mal gucken, ob der das schafft oder ob wir da wirklich mit Knete noch ein bisschen nachlegen müssen. Nur dafür hingehen, ihr seht es an der Handbewegung vom Juli, das Ganze schön zerstäuben und verteilen. Sprühkopf auch immer komplett durchdrücken und nicht einfach nur so tick, 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 sondern komplett durch. Hier der dicke Brummer, da bin ich mal ganz gespannt drauf. Da haben wir 1, 2, 3 Einschläge, richtig dicke Dinger. Und dann müssen wir alles schön einwirken lassen und danach können wir den Wagen dann einschäumen und dann abdampfen. Zum nächsten Schritt geht es jetzt hier um den Schaumsprüher. Dafür haben wir meine Gloria FM10 natürlich wieder dabei. Gentle Snow Foam ist schon drin, in Verbindung heute mit dem Green Star. Und da hat der Juli jetzt einfach nach Gefühl einen guten Schuss reingemacht. Green Scar kann man ja hier als Aktivschaum 10 bis 20 Milliliter verwenden, um jegliche Wachsschichten und ähnliches, was auf dem Fahrzeug drauf ist, zu entfernen. Hast du richtig zugedreht? Ich kenne dich ja. Garantiert nicht. Ja. Doch. Okay. Die ist zu. Es kann sein, dass das Ventil hochknallt. Naja, ist schon da. Passt. Perfekt. Genau. Es schäumt nämlich. Dementsprechend los geht's. Schön einschäumen. Und da sieht man es, ist zu viel drin. Das ist wirklich zu viel, weil der Schaum ist zu dick geworden. Und normal ist der Sprahl, also der Sprühstrahl ja auch breiter, weil wir hier den roten Filter mittlerweile verwenden. Schaut euch dazu auf jeden Fall nochmal im Video an, wie die Feder ein bisschen gezogen wird, damit das Teil getuned ist und noch ein geileres Schaumbild macht. Aber jetzt hier in Verbindung mit Green Star ist es nicht so easy, auch die perfekte Mischung hinzukriegen. Nichtsdestotrotz, Wagen wird komplett weiter eingeschäumt. Machen wir soweit fertig und dann abdampfen. So, Wagen ist jetzt gleich soweit erfolgreich eingeschäumt und dementsprechend können wir dann hingehen und das Fahrzeug komplett mit dem Hochdrucker hier abdampfen. Ihr seht, dass der Schaum hier auch schon ordentlich wieder ein bisschen runtergelaufen ist. Ist nicht so eine gute Mische geworden, muss ich ehrlich zugeben. Da müssen wir an der Dosierung noch mal ein bisschen basteln. Also 1 Liter Wasser mit dem Gentle Snow Foam. 20 Milliliter hatte ich letztens mal ausprobiert mit 30 Milliliter vom Green Star. Da kam was ganz Geiles raus. Das war eigentlich ganz gut. Hier, nee, die überzeugt mich jetzt nicht so. So, und runter mit dem Schaum, das ist die Vorwäsche, wie ihr es kennt. Und dann sollte auf jeden Fall das Green Star schon einiges jetzt dran machen, dass wir nicht mehr ganz so viel hier an möglichen Wachsresten auf dem Lack drauf haben. Und natürlich auch ganz klar dementsprechend, dass der Insektenbewuchs hier, kann man schon fast dazu sagen, wirklich runter ist. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, weil die waren wirklich... Also einmal hat der Juli den Wagen schon gewaschen, nicht alles runterbekommen an Insekten. Und deswegen jetzt hier nochmal mit dem Kochchemie Insect and Dirt Remover. Mal gucken, wie es gleich aussehen wird. Ich bin ganz gespannt drauf. Müssen wir mal schauen. Im nächsten Schritt steht natürlich die Felgenreinigung an mit dem Hochdruckreiniger. Jetzt guckt euch das an. Also Kochchemie RR, der macht hier gute Arbeit. Wird hier alles schön runter. Nach der Wäsche sieht das Fahrzeug schon deutlich besser aus, aber wir haben jetzt zum Beispiel an dieser Stelle hier noch ganz klar zu sehen weitere Insektenreste. Hier auch sehe ich was, hier oben sehe ich auch etwas, hier drüben ist auch noch etwas drauf. Also das ist eingebrannt und das ist wirklich ganz wichtig, dass ihr, wenn das Wetter so warm ist und habt besonders bei einem dunklen Lack, der wirklich sehr heiß wird, da auf jeden Fall aufpassen und sowas regelmäßig entfernen. Weil wenn die jetzt eingebrannt sind, müssen wir nämlich jetzt den nächsten Schritt hingehen und kneten, dafür Knete und ein gutes Gleitmittel benutzen und dann mal gucken, ob wir es entfernt bekommen. Für die, die sich fragen, ja, ich habe aber schon geknetet, hat nichts gebracht, hat nicht geklappt, dann ist der nächste Schritt das Polieren. Wenn das Polieren nicht helfen sollte, dann muss man im schlimmsten Falle wirklich nass schleifen. Aber immer so dieses stepweise Vorgehen. Erst mit dem Insektenferner versuchen, mit der Handwäsche. Wenn das nichts hilft, dann gehen wir hin und kneten und dann gehen wir hin und machen Polieren bzw. dann nass schleifen. Merkst du was? Geht was weg? Nein, das sehe ich nicht. Schauen. Es gleitet schon deutlich besser. Ich glaube, da müssen wir garantiert geknetet werden. Ja, natürlich. Okay, wir kneten das Fahrzeug hier an der Stelle mal. Zeig mal die Seite, wie sieht denn die aus?
Ja, also da sieht man es wirklich ganz deutlich, was jetzt hier nur in dem kleinen Bereich an Schmutz auf dem Lack drauf ist, den man auch so durch eine Handwäsche nicht entfernen kann. Und dementsprechend jetzt Knete schön zusammenkneten, zusammendrücken, neue saubere Stelle nehmen und dann nächsten Bereich kneten. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir dadurch die Insekten gut entfernt haben. Der Juli ist jetzt hingegangen und hat soweit einen ganzen Bereich des Fahrzeuges erfolgreich geknetet. Sprich hier die Seitenteile auch noch, die komplette Motorhaube seht ihr auch, dass die jetzt geknetet wurde. Da würde ich jetzt auf jeden Fall ganz klar empfehlen, bevor wir hingehen und das Fahrzeug per Hand waschen, das Ganze jetzt natürlich runterspülen. Dann können wir zudem auch besser sehen, was wir noch drauf haben an Insektenresten. Hier auch an den Spiegelkappen natürlich wurde auch geknetet. An der A-Säule kann man es natürlich genauso machen. Man kann einfach, wenn ihr es noch nicht wisst, das ganze Fahrzeug natürlich kneten. Jetzt ging es speziell darum, das Ganze gegen die Insekten zu machen. Scheiben könnt ihr auch kneten, das ist auch kein Problem. Dementsprechend, Juli, dampft den Wagen mal ab und Hochdruckreiniger Marsch. Ab dafür, alles runter, was da jetzt an Gleitmittel drauf ist auf dem Lack. Und da seht ihr, es verperlt der Wagen schon direkt wieder anders. Holen wir aber gleich auch wieder runter, was da jetzt so ein bisschen durch dieses Gleitmittel aufgetragen wurde. Ist gar kein Problem. Und das Schöne ist halt wirklich immer so ein frisch gekneteter Lack. Ihr kriegt es nicht anders so glatt, nicht so sauber den Lack. Das geht nicht. Das ist wirklich das Beste, was es gibt, um den Lack absolut Porentrief reinzubekommen. Wagen ist abgedampft, dann schauen wir jetzt mal nach den Insektenresten und ich denke, das sieht ganz gut aus, weil sie sind weg. Auch wenn wir jetzt hier noch so ein bisschen Feuchtigkeit im anderen Bereich haben, hier sehe ich jetzt auch nichts mehr von den Insekten. Hier hatten wir an einer Stelle auch noch so einen dicken Brummer sitzen, beziehungsweise seine Reste. Na, das soll man nicht machen. Na, sieht soweit. Scheiße, ist noch drauf. Der ist noch da, an der Stelle. Könntest du ja noch mal kurz drüber gehen und dann mit dem Waschhandschuh danach noch mal. Das ist kein Problem. Nur bei der komplett gekneteten Haube würde ich es nicht machen. Also den hier, zack, einmal hier schräg gegenüber von dem B. Den merken wir uns. Mal gucken, ob wir den noch entfernt bekommen, weil sonst müssten wir da wirklich ein bisschen polieren. Aber ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Hier den Bereich, den haben wir sauber gekriegt, die sind weg. Gleitmittel auf den Lack und auf die Knete sprühen und dann hier nochmal im Kreuzstrichverfahren in jegliche Himmelsrichtung einfach nochmal ein bisschen bewegen. Juli hat jetzt gerade schon gesagt, er spürt den Insektenrest jetzt nicht sonderlich in der Knete. Müssen wir mal gucken, ob wir den wirklich jetzt noch wegbekommen. Wenn man nicht spürt, dann ist er halt schon sehr, sehr stark im Klarlack auch mit eingebrannt. Handwäsche und der Juli ist schon dran. Alles runter, was noch drauf ist und keine Miete zahlt. Und das solltet ihr auch sehen, wie schön er hier über den Lack gleitet mit dem Waschhandschuh. Erstens natürlich ganz klar durch das gute Shampoo, einen anständigen Waschhandschuh. Und genauso natürlich, weil die Fläche jetzt geknetet ist, ist sie natürlich noch mal glatter. Das spürt man dann einfach auch, wenn man über den Lack geht. Das ist echt krass. Hier hat er ja geknetet. Heckklappe zum Beispiel hast du nicht geknetet. Genau. Ja, und das merke ich, die ist halt deutlich stumpfer hier an den Stellen. Das macht halt einiges aus. Und bald sind wir auch durch mit dem Fahrzeug, so dass er jetzt wieder richtig gut aussieht, insektenmäßig. Bin ich gleich mal gespannt, wenn wir das runtergespült haben, ob die zweite Runde mit der Knete an der speziellen Stelle geholfen hat. Ich denke aber schon. Mal gucken, ob wirklich komplett alles weg ist. Gucken wir jetzt nach der Handwäsche und nach dem Abdampfen mal und schaut euch das mal an. Hier von dem B aus gesehen hatten wir hier, ich gehe mal ganz vorsichtig mit dem Finger rum, Mann, ist der Lack glatt so rum, wirklich nichts mehr zu sehen von dem Insektenrest. Im trockenen Zustand können wir da gerne auch nochmal gucken, aber das sieht auf jeden Fall schon richtig perfekt aus. Also Knete war hier die absolut richtige Lösung. Wenn das nicht geholfen hätte, wären wir hingegangen, nochmal als Hinweis und hätten poliert. Lack abtrocknen hier von dem Bock. Gehen wir mal hin. Boah, alter, schliert das Ding. Ja, also es gibt bedeutend bessere Tücher auf dem Markt. Sagen wir es mal so. Boah, alter. Mhm. Alter, damit kann ich nicht mehr abmachen. Schlimm, ne? Ich sehe schon. Last but not least gehen wir jetzt auch noch hin und tragen den Allround Quick Shine von Koch Chemie auf. Dafür einfach ein weiches Mikrofasertuch mit einer langen Faser auf jeden Fall benutzen, das Ganze verteilen und Überschüsse abtragen.
Und das schöne Molderkick Shine, das macht einen wirklich sehr schönen tiefen Effekt beim Lack, besonders bei dunklen Lacken, holt einen schönen Glanz aus dem Lack raus oder trägt einen Glanz auf den Lack auf, wie es richtig gesagt ist, und sieht halt einfach plastisch sehr, sehr geil aus. Das ist jetzt das Endergebnis hier vom 530D, das neue Pferd im Stall vom Juli, und ich denke, der kann sich auf jeden Fall wieder sehen lassen. Sehr schönes Kfz jetzt hier in diesem Fuhrpark. Sieht geil aus, schön mit kurzem Kennzeichen vorne dran, denke ich, macht was her. Dementsprechend, lasst gerne einen Daumen nach oben für das Video und den Wagen da. Haut rein, bis zum nächsten. Ciao.